Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Frozen. Und ja, die Julia ist auch wieder mit dabei. Ja, hallo. Wo bist du denn? Also, okay, ich habe uns jetzt überlegt, also Autsch. Ja, wir müssen hier irgendwie die Piste hinbekommen. Und was willst du lieber gerade bauen? Also an der Piste oder wie wollen wir das machen? Mir egal. Hast du noch jede Menge Erde? Nee, du bist ja bei anderen gestorben, dann hast du nichts mehr, oder? Nee, aber ich habe hier den ganzen Berg hier hinten fertig gemacht. Echt? Im Orphler-Raum. Ja, also die Seite jetzt halt ist komplett fertig. Wow. Moment. Ich komme gerade, aber sieht jetzt ein bisschen bergig aus. Yay. Ja, wir können doch überlegen, ob wir da lang die Piste machen. Nee, wobei, dann kommt die schlecht nach unten. Also die andere Seite habe ich noch nicht gemacht. Da war halt guck mal, wo möchtest du die Piste lang haben? Also wir könnten sie entweder von hier bis nach unten. Und übrigens, ich weiß, dass da unten noch ein bisschen Dach fehlt. Von hier bis nach da unten, also bis an die blaue Piste ranführen. Ja. Das wäre die eine Alternative oder die andere. Das wäre eigentlich so fast sogar der Vorteil, wenn wir sie hier machen würden. Dann würde... Ich würde sie hier machen. Ja, okay. Dann brauchen wir jetzt jede Menge Erde erstmal. Warum schwebt denn da nicht da vorne eine Insel? Weiß ich nicht. Da steht eine Insel mit einem Schaf drauf. Ja, lol. Warte mal, da gehe ich jetzt hin. Das will ich sehen. Oh. Verstehe ich auch nicht, warum. Komm mit, Fabi. Also, hier ist echt ein Schaf. Guck mal, da ist ein Schaf. Lol. Okay. Oh. Fabi, Das Schaf verteidigt uns, guck. Nein. Das Schaf, nicht, dass das Schaf gesprengt. Ja, aber guck mal, das Schaf verteidigt uns, siehst du? Das hält die... Oh, oh. Geh da nicht hin! Geh da nicht hin! Ja. Wir retten uns einfach so. Ja, und jetzt? Jetzt leben wir hier. Warte mal kurz, vielleicht können wir den Creeper mit Schneebällen verteidigen. Ach, lol. Weißt du, dass Schneebälle keinen Schaden machen? Ja, aber ich dachte, ich hätte ihn wegschießen können. Ja, genau. Das war gleich der Plan. Hoppala. Okay, das heißt, wir brauchen Erde. Wie hast du das denn geschafft? Aber hey, wir haben jetzt Erde. Ja. Sammeln mal die Erde ein und dann können wir nämlich mal gucken. Was denn? Wie dumm bin ich eigentlich? Was hast du gemacht? Schau doch mal. Moment, ich schau's mir gleich an. Nein, warte, ich habe aber gar nicht so viel Erde. Ich habe erst 10 Erde. Du hast erst 10 Erde. Aber ich weiß, woher wir Erde kriegen. Einen Moment bitte. Wir können diese Insel hier abbauen. Nein, nein, warte. Doch, können wir wirklich machen. Nein, ich warte mal. Hoffe einfach für mich, dass ich nicht sterbe. Was hast du gemacht? Ich habe Erde. Ich bin gestorben. Und ich habe ein Feuerzeug, das nämlich auch. Dann habe ich nicht wissen, was hin. Warum hast du das denn gemacht? Was du gemacht hast? Erde. Aber wodurch hast du denn jetzt Erde, weil du gestorben bist? Ja. Nein, ich bin gerade gestorben, also ich dachte eigentlich, ich wollte gar nicht gerne. Ich wollte nur zum Haus zurück und mir meine Erde holen. Ach, natürlich. Klar. Ja. Komm mal, ich baue die Insel ab, die fliegende. Oh, sorry. Rette mich. Oh, oh. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ja, komm, da ist doch fast gar nichts hinter dir. Schau mal, ich habe die Insel abgebaut. Wow. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Respekt. Ach, egal. Nein. Guck mal, ich habe 2 Stacks Erde. Jetzt haben wir hier ein riesiges Loch in dem Berg. Naja. Füllen wir einfach irgendwann wieder auf. Okay, okay. Ich meine, es war ja nur ein... Eine Arbeit von einer halben Stunde oder so. Okay, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine grobe Richtlinie uns bauen. Also. Hier kommt man an. Das heißt, wie schaffen wir das denn, dass die Piste eine rote Piste wird? Da müssen wir mindestens eine Biegung reinmachen. Das heißt, ja, das ist ganz easy. Machen wir hier schon mal eine kleine Biegung? Nee, das machen wir nicht. Doch, warte doch. Mach eine Krüppel. Dann gehe ich hier hoch. Ich kann ja gar nicht fliegen. Hups. Oh, ein Zombie. Ach,
Aua. Wow. Respekt. Warum ist denn jetzt auf mich Akku? Ich habe keine Zutaten. Ja, weil es ein Zombie ist, der wird einfach Akku auf den nächsten. Gehört zu ihnen. Du bist auch ein Zombie? Ja. Ah ja. Geh weg. Ich habe ein Schwert, ein Steinschwert. Oh, hier liegt Wolle. Warum liegt denn hier zwei Wolle? Warum ist denn... Ach, die Wolle war, glaube ich, nach vorne. Warum ist denn hier hinter mir ein Creeper explodiert? Meine Güte, das ist aber, heute ist aber echt viel los hier. Ja. Aber habe ich... Oh, nein. Was war denn das für ein Kampfschrei und danach hast du dich umgebracht? Ich wollte gar nicht runterspringen. Aber warum hast du es denn getan? Ich wollte zu dir. Ah. Ohne dich hat es keinen Sinn mehr gehabt. Aber, oh. Okay. Also ich bin dafür, wir machen die... Alter. Das ist schon wieder ein Skelett in der Lore, was mit Pfeilen schießt. Wir müssen das ausleuchten. Aber ich weiß ja nicht, das ist ja irgendwo hingelaufen und eingestiegen. Ja eben, deswegen müssen wir das alles ausleuchten. Ja, aber das ist ja von sonst woher gekommen. Wir können ja hier nicht alle... Deswegen leuchten wir hier alles aus. Ah ja. Hast du es auch gefunden? Jetzt. Ich habe einen Bogen und einen Pfeil. Wenn dieser Pfeil drückt... Ach, wo ist denn der überhaupt hin? Wo sind denn meine Pfeile an? Ich hatte nicht noch mehr. Ich hätte noch ein paar Pfeile eigentlich. Ich glaube, die habe ich. Hier unten liegen sie. Hier liegen sie. Unter dem... Wow, du hast zwei. Das war doppelt so viel wie du. Ja. Insgesamt habe ich schon drei verschossen. Toll. Hättest du mir lieber den Bogen gegeben. Oh. Mami. Was ist denn jetzt? Ein Creeper auf den Schienen. Mami. Moment. Das Problem lösen wir. Ich löse es. Ich bin abgeschossen. Ich habe eine Lore. Warte kurz, ich stelle mal auf die Schiene. Wo ist denn der Creeper? Ja, der war da hinten sogar. Nein, hör auf, nicht mich abschießen. Nein, Mami. Was machst du? Juhu. Ich hab nichts gemacht. Du hast die Schiene weggesprengt. Gar nicht. Oh Gott. Ja, nee. Natürlich hast du die weggesprengt. Nein. Da fehlt der Redstone-Bereich. Wow. Babi, ich will keine Monster mehr haben. Das ist scheiße. Da sind schon wieder welche. Hey, da ist gar nichts weggesprengt. Doch, hier, guck mal hier. Babi, da ist noch ein Creeper. Na toll. Da fehlt nichts außer... Hobby. Doch, die Redstone-Fackel und der ganze Boden da. Wow. Warum bist du da reingegangen? Oh Gott. Mach das weg. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Mir egal, mach das einfach weg. Das ist weg. Scheiße. Du bist doch doof. Ich bin doof. Du hast den Grundstein für diese Doofheit gelegt. Ach, Mann, oh. Wir haben alles zerstört, was man zerstören hätte können jetzt gerade. Wollten wir nicht eigentlich was aufbauen und nicht kaputt machen? Ja. Wir sind einfach die Gottheit der Zerstörung und Wiederauferbauung. Verdammt. Wir sind Siva. Shiva, der indische Gott. Hast du irgendwelche Schienen? Jo, kann sein. Ich hab irgendwie nur Energieschienen. Hey, nein, das ist das Problem. Na, mach es mal die andere Seite. Geh das weg. Mach es. Du bist doch doof. Gar nicht, du bist doof. Mach jetzt die eine Seite erst, komm. Nein. Einfach nie. Ja, jetzt sehr gut. Halt, hier muss auch noch Energie hin. Hallo? Kannst du das mal lassen? Ja, ganz genau. Ah ne, jetzt habe ich noch eine Fackel, nein, habe ich nicht. Ja, wo ist denn die? Hast du die Redstone-Fackel? Ja, jetzt müssen wir erstmal testen, ob es überhaupt funktioniert. Erstmal. Das sieht aus wie neu. Ja, aber nicht gut. Och, das sieht perfekt aus. Geh mal kurz weg da, Vorsicht. Muss ich wieder am Berg raus. Ja, funktioniert. Sehr gut.
Ja, ich weiß. Aber warte mal kurz, hier fehlt noch ein Holz am Eingang. Ist ja mir fast nicht aufgefallen. Oh, verdammt. Warte, ich mach. Hab schon weg. Wow, Fabi, warum läufst du mit dem halben Herz rum? Bei solchen Freunden. Ich habe sogar noch eine Blume mit reingelegt. In meine Leiche? Ja. Toll. Wie toll. Sei doch dankbar dafür, was du hast. Sehr gut. Und wenn ihr euch übrigens manchmal wundert, warum die Folgen manchmal zu spät kommen, wir haben immer momentan, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit dem Zusammenaufnehmen und das verschiebt sich dann teilweise alles etwas. Ganz oben. Super, jetzt ist noch den ganzen Berg verteilt hier. Ich hab dir sogar eine Blume reingelegt. Ja, das hast du mir eben schon gesagt. Ich wollte noch einen Ton, damit du sagst, oh, oh toll, eine Blume. Soll ich nochmal draufhauen? Auf die Blume? Nee. Okay, also wir müssen gucken, dass wir hier diese Strecke verbinden. Und ich bin dafür, wir machen dann noch so ein... Mit Sand, du willst mit Sand bauen. Da habe ich gerade überlegt, ob ich dich runterhauen soll, aber dann erledigst du das von mir, erledigst du das von selber. Warum immer mich runterhauen? Also guck mal, wir machen das so, dass wir hier die Piste hier geradeaus machen, dann machen wir eine Biegung und dann wieder zurück. Ja, finde ich auch. Also, man kann doch schlecht nach unten bauen, wir müssen es halt andersrum bauen. Ja, natürlich kann man nach unten bauen. Jetzt ist aber viel blöder, als wenn wir von unten nach oben bauen. Nein, ich schaff das. Quasi dann hier und dann in diese Richtung quasi nach. Geh weg. Hier in diese Richtung noch. Also eine Biegung rein. Aber da basteln wir jetzt dann nochmal ein bisschen rum und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal da mal, dass wir da schon so eine Art Piste vorgezogen haben vielleicht. Also dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.